letzte Weihnacht ist ein Jahr her. Ich gab dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr. Dies Jahr, das schwöre ich dir, da verschenk ich es besser. Wir wollten zu zweit sein am Weihnachtsabend, jetzt sitz ich hier allein. Doch zu stören scheint dich das nicht, wie du mir gerade so einfach mein Herz brichst. Frohe Weihnacht, sprichst du mir auf mein Handy? Doch ich frag mich, was soll das letztendlich? Jetzt weiß ich erst, was ich für dich bin. Und weiter zu trauern macht echt keinen Sinn. Letzte Weihnacht ist ein Jahr her. Ich gab dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr. Dies Jahr, das schwöre ich dir, da verschenk ich es besser. Ich bin mit Talons und Freunden da, wie Heiligabend, genau vor einem Jahr. Mein Herz zerreißt, wenn ich an dich denk. Du warst mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Ich versuch nicht zu zeigen, was in mir ist, weil da immer noch diese Wahnsinnssehnsucht ist. Ich kann nur hoffen, dass es das noch mal gibt. Ein Weihnachtsabend, an dem ich mich verlieb. Letzte Weihnacht ist ein Jahr her. Ich gab dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr. Dies Jahr, das schwöre ich dir, da verschenk ich es besser. Ich versuch nicht zu zeigen, was in mir ist, dass da immer noch dieser Wahnsinnssehnsucht ist. Dies Jahr, das schwöre ich dir, da verschenk ich es besser. Letzte Weihnacht, es sollte für immer sein. Letzte Weihnacht, jetzt sitz ich hier allein. Dieses Jahr, das schwöre ich dir, da verschenk ich es, da verschenk ich es besser. Letzte Weihnacht ist ein Jahr her. Ist ein Jahr her. Ich gab dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr. Dieses Jahr, das schwöre ich dir, da verschenk ich es, da verschenk ich es besser. Christine Stark und Matthias Reim. Herzlich willkommen. Hallo Florian. Schön, dass ihr bei uns seid. Wow. Matthias, du verzeihst mir, wenn ich deiner Frau ein Kompliment mache. Du siehst wunderschön aus und du strahlst. Das freut mich, dass du das sagst. Dankeschön, Florian. Du sowieso, Matthias. Ja, ich habe auch allen Grund zu strahlen. Definitiv. Ihr habt uns ja beim Schlagerboom verraten, wir haben heimlich geheiratet und Christine ist schwanger. Und natürlich haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer über www.feste.tv viele Fragen geschickt. Darf ich sie euch stellen? Natürlich. Okay. Hier möchte jemand wissen, oder zuerst mal gibt es herzlichen Glückwunsch. Seid ihr denn schon richtig im Babyfieber? Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Wir beschäftigen uns damit. Wir haben schon oder sind dabei, das Babyzimmer einzurichten. Oh. Ja, das heißt vor allen Dingen Sie. Ich gucke immer hoch und sage, mach du mal. Nein, es ist ja, wir sind schon drin und wir genießen diese Zeit. Auch gerade jetzt so, wo es draußen dunkler wird, genießen wir uns und zelebrieren viel Zeit miteinander. Schön. Und er gibt sich Mühe, Christine, oder? Absolut, wirklich. Also er trägt auch die ganzen Kartons nach oben, weil es sind ja riesige Bestellungen dann. Ne? Ja, ja. Muss okay. Ja alles zusammengebaut werden. Und das übernimmt Matthias dann. Das macht er zauberhaft, wirklich. Och, herrlich. Wollt ihr eigentlich vor der Geburt wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Oder lasst ihr euch überraschen? Jetzt komme ich. Das musst du beantworten, Schatz. Ja. Es ist wirklich egal, was es wird. Hauptsache, der Bub ist gesund. Okay, also wir lassen uns überraschen. Ne? Aber ja. ihr lasst euch wahrscheinlich auch überraschen, oder wollt ihr da ein bisschen drauf gucken? Nee. Nein, wirklich Hauptsache gesund. Ja. Das ist das Einzige, was das zählt. Wichtigste. Ja. Muss Christine jetzt etwa alle Tourneetermine absagen, möchte hier jemand wissen? Nein,
Also mir geht es gut und ich freue mich natürlich auch auf die Zukunft und das, was auch nächstes Jahr geplant ist. Und ich werde nichts absagen und stark an allen Terminen, so Gott will, teilnehmen. Freue mich drauf und Baby kommt dann natürlich mit. Das ist doch mal eine erfreuliche Nachricht. Also erst kommt das Ostergeschenk und dann können wir tatsächlich ab Ende April dann auf große Tournee gehen. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass egal wie es ihr geht, das wird sie sich nicht entgehen lassen. Nein, dann feiern wir nämlich gemeinsam das große Schlagerfest XXL mit Christine Stark, mit dir, Matthias, ja, mit Thomas Anders, mit Marianne Rosenberg, mit Ross Anthony, Jürgen Drews und vielen weiteren großen Stars. Und darauf freuen wir uns natürlich. Aber jetzt wollen wir auch hier nochmal wissen, wer schmückt von euch den Weihnachtsbaum? Bist du so die Dekorateurin? Ja, absolut. Wirklich, also Dekoration, tut es mir jetzt schon leid, Schatz, es wird noch schlimmer dieses Jahr. Das ist absolut meine Welt. Das muss ganz viel glitzern und das muss einfach verzaubern. Und wenn die Kiddies dann auch alle da sind, das ist mein Part. Wir alle gemeinsam wünschen euch natürlich ein ganz besonders friedliches und vor allen Dingen besinnliches Weihnachtsfest. Es wird für euch ein besonderes werden in diesem Jahr und ich freue mich, dass ihr heute bei uns seid. Danke, Christine und danke, Matthias. Und das wünschen wir natürlich allen Zuschauern und dir, Florian, auch. Ein das können wir gebrauchen. Richtig schönes, mit viel Schnee. Oh, das wäre ein Wahnsinn, ja? Wir lassen uns überraschen. Die Prognosen schauen nicht schlecht aus in diesem Jahr. Und jetzt müssen wir aber die Bühne räumen.